Aber was ist, wenn es jetzt total verbuggt und scheiße ist? Weil ich meine, Dick Rush war ja auch irgendwie ein komplett neues Spiel nach dem Update. Ja, aber das war ja auch Dick Rush. Lucas 3 war jetzt einfach an einem relativ großen Bildschirmspiel, oder warum ist da hier unten das so verpixelt? Es liegt am Spiel. Ich geh schon wieder so negativ rein. Was ist denn los? Ja, eigentlich, ich kenne ja das Spiel, ich habe ein ganz Let's Play gesehen, eigentlich ist es ganz cool, aber das hat mich jetzt schon wieder irgendwie ein bisschen rausgeholt. Wir sind ja nicht bei Dick Rush. Oder Frage 13, ne? Ah ja, Radi. Yes. Bist du drücken? Ah, ich spiele immer noch auf einer Nintendo-Konsole. Multiplayer. Hä? Wait, what? Ist das schon die Story? Nein, die Story fängt eigentlich ganz anders an. Hä, was ist das? Kann es sein, dass das mit Multiplayer, wo du gelesen hast, sich auf so einen Extra-Modus bezieht? Scheiße, bitte nicht. I have devised an ingenious plan to finally steal the Krabby Patty formula. And if Bikini Bottom happens to get demolished in the process, oh well. Das ist doch keine Kunden, du Vollpfosten. Wieso sind die ganzen Texturen von den Wänden gerade erst erschienen? Ist es das? Ich hab nicht drauf geachtet. Wieso ist der Schatten bei Patricks Achse so abgeschnitten? Oh Gott! Ich hab's gesehen. Ah! Wieso sieht das so cursed aus? Seine oberen Augenlider liegen einfach bloß auf seinem Auge. Oh! Kann er sein Auge auch von hinten öffnen? Hat so irgendwas gemacht. Ich bin nicht Teil vom Geschehen. Kannst du mich irgendwie mit reinwerfen? Ich spiel einfach mal. Wir können ja den Multiplayer da noch spielen. Vergiss es. Das Beispiel wird zerschnitten. Ich möchte das Beispiel vom Inneren sehen. Geht das irgendwie? Alter, Panties. Höschenjagd. Höschenjagd? Nein, Alter. Kein Multiplayer, oder? So wie ich das jetzt sehe, scheinbar geht nur der Wellenmodus im Multiplayer. Die Story nicht. Was machen wir jetzt? Wechselt. Bleibt uns was anderes übrig. Da willst du jetzt mal übernehmen. Nein. Das ist ein pures Dong-TV-Best-of. Aber du musst doch auch bei der Experience mitspielen. Michael Jackson, die Experience. Ich will nicht Michael Jackson sein. Ich habe kein Interesse an kleinen Kindern. Kleinen Jungs. Do you have a little brother? Oh wait, da ist noch was. Das ist ein bisschen niedriger. Ah, oh sag Gott. Ich doch. Die Plattform habe ich auch gerade im Auge gehabt. Und du bist scheiße in Videospielen. Ja, das Zeitlimit setzt mich unter Druck. Die Fresse. Was für ein scheiß Ball gemobbt. Die goldenen Palmen, das sind quasi die Sterne in dem Spiel, by the way. Und die Socken sind quasi wie die blauen Münzen in Mario Sunshine. Also scheiße. Scheiße, meine Hand ist taub. Ich werde gerade selber drauf gucken. Oh. Ja, okay, war mich halt vor, was der macht. Du kennst das Spiel doch schon. Als ob ich dann zu 100% aufgepasst habe bei dem LP. Ich war der Braindead. Also siehst du auch aus. Something about new bubble moves. Patrick hat seine Hose verloren. Man sieht nichts. Ist auch besser so. Ich habe das Gefühl, du gehst schon wieder ein bisschen negativ an die Sache hier ran. Ich darf nicht spielen. Was erwartest du? Möchtest du spielen? Wir können ja jetzt wechseln. Nee, jetzt macht's auch keinen Sinn mehr. Och, es ist ja beleidigt. Weil das Spiel gemein zu ihm war. Glaubst du, ich sterbe, wenn ich gegen die Atombombe hau? Ich meine, hey, ich habe dann irgendwann mein Vergnügen mit dem Spiel. Nicht schneiden darf. Wie das alles erst erscheint, wenn die Kamera drüber geht. Wie Frage 13, da? And you look clammy, and oh my gosh, you're bald! Nochmal Sackcam. Oh mein Gott, siehst du, seine Pupillen sind nicht an den Augen dran. Oh nein! Hör auf, das Spiel kaputt zu machen, hör auf. Willst du jetzt spielen? Sei nicht so. Das ist, weil das Spiel gemein ist. Ich komme nicht drauf klar, dass ich auf B nicht springen kann. Das habe ich mir auch gedacht. Die 5 Sekunden, wo ich spielen durfte, in diesem Wellenmodus. Hab ich mir auch gedacht, wieso funktioniert B nicht? Das Barshop hat jetzt buchstäblich keine Eier mehr. Wir können es das so machen, dass wir immer abwechseln pro Bereich im Spiel? Fragezeichen. Du machst das Spiel jetzt einfach komplett. Nein! Hä, wäre doch lustig. Was so ein Best of, was eigentlich komplett dir gerichtet wäre. Hä, was ist dein Kanal? Wäre es da nicht komisch? Bin doch scheißegal. Die
Kennst du das, wie das Gras kurz weggeht, wenn ich hoch in die Luft springe und wieder kommt, wenn ich runterkomme? Weißt du, woran mich das erinnert? Na, dann spielt das auf einer bekannten Horrorfilmreihe basiert. Mario Golf Dick Rush. Gesundheit. Fuck! Ja, selbst weil Electro Queen weg ist, kann ich ja im Grunde über alles reden, was ich will. Ich könnte natürlich jetzt einfach über ihn lästern. Nintendo? Was? Mit Nintendo lästern? Alles gut. Sorry, wir wollen über Electro Queen lästern. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Dong TV sich ganz bewusst ist? Ihr habt ja alle das Frage-Solzen-Video gesehen. Natürlich wisst ihr, dass es ihm bewusst ist. Dass er schon seit, was war's, 3 Jahre? Kein scheiß Video mehr hochgeladen hat. Und wollt ihr auch wissen, wieso? Nein, nicht mal, weil da viel Arbeit drin steckt. Nein, weil er ein stinkend fauler Wichser ist. Ey, die haben ein Video hochgeladen. Ich hab einen Trailer hochgeladen. Den ich erstellt habe. Well, if massaging your feet will save Patrick, then massage I must. Kein Fußfetisch! Also, ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis. Das ist furchtbar. Meiner Meinung nach sind... Nicht zu nah ran, das hört sich furchtbar an. Meiner Meinung nach sind Leute mit Fußfetisch genauso schlimm wie Pädophile. Ich werde jetzt gleich Bilder sehen, die ich nie in meinem Leben hätte sehen wollen. Baumstopp snowboardet auf seiner Zunge. Ich hab Porn erwartet, ich bekomme aber Memes. Mal gucken, wie lange ich scrollen muss, bis ich Porn kriege. Okay, langsam kommen wir in der Porn-Richtung. Ich hab kurz Bunchrub nackt gefunden mit einem Hundepimmel. Mit was? Ich hasse dich. Ich stelle gerade jetzt nochmal versuchen zu sprechen. Bist du denn beeindruckt? Weißt du, was ich nie verstanden habe? Warum ist eigentlich der Subtitle von, also hier in Deutschland heißt er Aliens vs. Predator 2 ja bloß Aliens vs. Predator 2, aber im Englischen heißt er ja Aliens vs. Predator 2 Requiem. Warum steht Requiem im Titel? Kommt doch gar nicht im Film vor. Du hattest auch wieder so ein Video, wo du durchgehend out of context shit laberst. Ich war jetzt gerade rückwärts geschwommen. Ich habe jetzt schon wieder die Steuerung vergessen. Ich weiß nicht mal, wie sie geht, weil ich nicht spielen darf. Willst du den Controller haben? Nein. Warum? Scheiße. Oh nein. Geht das wieder los? Da ist ein offener Raum und du kannst nicht rein. Du musst den scheiß Knopf drücken. Für einen offenen, geladenen Raum. Ich hab mich schon gewundert, dass du nichts dazu sagst. Kannst ja nicht aufhören, die Steuerung zu verkacken. Es tut mir leid, es ist warm, ich bin müde und die Steuerung ist kacke. Und die Hose ist in der Wand drin. Die Schuhe würde ich verbrennen. Ey, ja, nicht einschlafen. Was ist, wenn ich das Spiel jetzt am Stück durchspiele und du das ganze restliche Video über gar nicht mehr dabei bist? Ich sehe es in der Aufnahme drin. Was siehst du dann? Alles. Aber du kannst nicht kommentieren. Muss weniger Arbeit für mich. Ist gerade mal eine Stunde drin von 6 Stunden, wenn es nach einem Video gehst. Ein Sechstel, das geht doch noch. Spiel besser, ich will fertig werden. Feierabend auch. Du weißt, das explodiert, wieso bleibst du dabei stehen? Ich bin müde, okay. Öffne Kunden da noch, ich mache nimmer. Fuck! Was ist passiert? Kommt dir die Scheiße entgegengeflogen? Mensch, ich mache nimmer! Ja, was soll denn das? Als ob wir da mal in die Wichsel einlaufen dürfen, Mann. Halt's Maul! Das ist aber keine Wichse, das ist Tatarsoße. Deine Mutter ist Tatarsoße. Wieso bleibst du jetzt nicht einfach oben stehen an der Plattform, die nicht verschwindet und schaust dir erst an, wo ist die Scheiße, dass du da direkt drauf springen und das zerstückeln kannst? Was soll's? Gott, die Musik, die hier läuft, kotzt mich auch so an. Ich kotze das ganze Spiel an. Bluetooth-Kopfhörer. Eine wundervolle Erfindung. Ich höre jetzt einfach nebenbei Musik, ist mir scheißegal. Aber der Bob Sponge OST. Wieso hast du auch zu Sponge zurückgewechselt? Das ist doch objektiv beschissener. Aber mit ihm kann ich das hier machen. Sandy ist doch voll overpowered gewesen. Mit Sandy kann ich nicht das hier machen. Das musst du ja nicht mal machen, scheinbar. Bei einer der Dinger ist vielleicht was. In dem Turm haben wir 9-11 gemacht. Jetzt mal alle Scherze beiseite. Wie findest du das Spiel bisher? Scheiße. Das Level-Design ist scheiße. Wie das Spiel aussieht, ist scheiße. Aufgaben sind Müll. Aber würdest du sagen, dass es den Humor der Serie widerspiegelt? Auch nicht.
Wieso mag jeder dieses Spiel? Nostalgie. Das ist Nostalgie! Das ist für mich eine Vergewaltigung der Serie. Seit wann werden Vergewaltiger als Helden gefeiert? Hab ich irgendwas verpasst? Das sieht aus wie etwas, das man im Multiplayer machen kann. Oh, warte! Es gibt ja keinen. Das Spiel hat mich für immer verloren. Kann bitte jemand den Hund überfahren? Ich hasse dieses Geräusch, wo diese Scheißreporter machen. Das fängt auch richtig an, das Spiel zu hassen. Du steckst einen mit dem Hass an. Das dumme Scheißkind. Du hast ihn umgebracht. Du bist immer mal gestorben, das war ein Kamikaze-Angriff. Au! Was war denn das für ein Scheißgeräusch? Ich glaube, das Spiel will dich jetzt physisch angreifen. Das hat mich schon emotional gebrochen, jetzt möchte es mich auch noch physisch brechen. Genau. I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body! Wie war das vorhin mit einem Guide? SpongeBob, I heard that you were going to walk. Es ist endlich diesen Spasten treffen. Ja, die Meine Güte, geht doch! Diese Gegner sind kacke! Ey, komm, das ist ja spaßig, du brauchst den Schwammball. Nope! Ey, doch, will, links! Ich will den Schwammball! Wo ist der schon? Da ist nicht mal einer! Schau, dass du schleichst! Jetzt bezahl den guten Mann. Ja, da ist doch das Ding. Hä, was ist da der Scheiß da? Keine Ahnung, interessiert nicht, hol den scheiß Pfannwender. Kein Bock mehr. SpongeBob, I'm your friend, right? No. Exactly. And as your non-friend. No. Kannst du endlich aufhören zu sterben? Spiel halt besser. Es hat sich wieder gedreht, was zum Teufel? Gehst du hin? Weg! Weg! Ich bin raus, ich hab keinen Bock mehr. Mach deinen Scheiß alleine. Keine Ahnung, das Taxi ruft mich mehr. Raus. Wie einfach die Kuppel im Nichts schwebt. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben vorhin das Spiel ausgemacht. In Rock Bottom. Als Rage Quit. Und wir haben vergessen zu speichern. Das heißt, wir müssen ab der Cool Lagoon nochmal alles machen.
Squidward, am I happy? Oh, jetzt hat die Hus. Schnauze, Mr. Krabs. Halt die Fresse! Dicke, fette, blöde Kuh. Hey, halt die Fresse! Wieso lässt du dich fallen? Loading Screens. 5000 Jahre Loading Screens. Ich platziere mich extra so, dass die... Du verbringst 5000 Jahre in diesem Spiel, wovon 3 Tage Gameplay sind, die du einfach bloß versuchst, diesen Sprung zu machen. Der Rest der Zeit sind bloß ewig lange Loading Screens. Hör auf, dich fallen zu lassen. Hör auf, mich zu lasern, du verdammter Wichser. Nein, da kommt ein Loading-Screen. Ich wollte mich umbringen, aber da kommt ein Loading-Screen. Du hast nicht so viel Lebenszeit, wie diese Loading-Screens dauern. Keine Ahnung. Ich war diesen abgewichsten Hurenscheiß. Und jedes Mal diese rückwärts fliegende Qualle, die triggert mich. Bring ihn um! Bring ihn um! Bring ihn halt um, du dumme Sau! Eine Unterhose mehr, du hast es jetzt überlebt. Eine Unterhose. Ein Satz, wo ich nie gedacht hätte, dass ich ihn aussprechen muss. Was ist denn? Geh halt dann auf! One eternity later. Jo, ich komme heute später. Wieso? Dieses Gemälde macht mich fertig. Was? Ich krieg's einfach nicht gebacken, auf Zehenspitzen zu laufen. Was? Ich muss es auflegen, ich muss weiter auf meiner Zunge rutschen. You look kinda green. Fire. Wieso bist du so scheiß kackenbehindert? Ist das dein scheiß Ernst? Ist das dein Ernst? Ich tu mir mit meinem Mund jedes Sacker einzeln rausreißen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es dafür, dass man nicht auf B springen kann. Wie komme ich nach Texas? Quinn, sag mir, wie komme ich zu Texas? So, kommst du nach Texas? Okay. Schau dir das an, was soll ich tun? Das. Ja, und was habe ich gerade getan? Das Bild unten in der Ecke mit seiner Lebensanzeige ist voll die Lüge. Das schlägt da Vanilleeis und Kavaltmeister. Ich glaube, der Sache bloß ein schlechter Grünton, das ist wie bei Lego. Ich krieg einfach die Farben nicht geschissen. Hört halt auf! Okay, 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 raus, raus, raus. Ganz ruhig. Was will der Wichser überhaupt? Ja, ist das, ich weiß nicht. Du hast nicht viele Funwender zur Auswahl, die du einfach überspringen kannst. Das ist 25 im ganzen Spiel, wovon gefühlt 30 in der Heldenhöhle sind. Did you get the golden spatula back from the Maul? Das Auge ist auf jeden Fall voll rot. Aber rot von wegen gereizt oder rot blutig? Deine Augen sind wie deine Laune. Gereizt, das Festland. So nah und doch so fern. Du bringst mich um, Mann. Bist du ja langsam mal fertig mit Verrecken? Soll ich dich doch nicht softlocken? Oh. Wirklich? Nein! Nein! Hast du dich jetzt wirklich endgültig gesoffen? Nein! Versuch ins Wasser zu springen, schnell! Hans! Bring dich heute um! Hey, ich kann nicht sterben, mein Lebensanzeige ist weg! Jetzt tu doch was! Nein, Hans, wirf mich in der Luft ab! Und jetzt? Ich bin so gespannt, was jetzt passiert, man kann es nicht wissen. Hey, what just happened? Was ist gerade passiert? Ich bin gestorben und bin noch hier rausgekommen. Was war das für eine Geiselnahme gerade? Mrs. Puff hat gesagt... Der Pfannwender ist unter Wasser, du sollst den See lernen. I mean, it's down there! The river's really deep. Es spawnen immer 3 von diesen Gegnern. Wie viel spuckt er jetzt gleich aus? Zwei. Also das Spiel weiß, dass der noch da ist, aber ich kann nicht mit ihm interagieren. Der scheiß Automat ist weg, aber er ist immer noch da. Ich hab so eine Befürchtung, was man machen muss. Siehst du dieses 0 von 8 Schneemänner da? Vielleicht ist es aber auch einfach eine Socke.
Ja, du wünschst dir gerade, dass es nicht so geht. Ja. Doch, da bei der Muschel. Bezahl den guten Mann. Ja, okay. Schau dir das an. Wieso bin ich ja dort im Limbo gefangen? Warum ist das immer mit Patrick? Das ist so ein kleiner Baumstumpf, aber die Hitbox ist wie bei einem ausgewachsenen Baum. Kann da nicht drauf. Warum ist das da? Mir gefällt auch, wie das Wasser einfach bloß einen Farbton hat. Es ist einfach bloß türkis. Wenn die Steuerung halt nicht Schwanz wäre, dann wäre es halt ein bisschen leichter. Ich muss schon sagen, die Steuerung ist echt schwammig. Du gelber Bastard, jetzt geh da hoch. Der Camper wurde als Fault gemacht, weil ich nah genug dran war. Siehst du, wie verbuggt das Spiel gerade ist? Du läufst schräg. Alter, was ist denn... Die Animation vom Pfannwender einsammeln hatte ich einfach jetzt total gebrochen. Bei der Entfernung, das ist die fucking Boss Stage. Verschwinden schon die Grashalme. Was ist denn das für ein Müll? 1, 2, 3, 4, 5. Hauptsache, du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube nicht mehr an dich. Hör halt auf, du Schwanzlutscher. Vielleicht hat er gerade Pause gemacht. Komm nach 15 Minuten wieder. Scheinbar habe ich ihn gekillt, aber jetzt drehe ich mich ja ganz darüber im Kreis. Ich habe schon gesagt, er macht gerade Pause. In 15 Minuten kommt er einfach wieder. Ich will jetzt nicht so lange warten. Da oben gammelt das Arschloch rum. Und da ist der Pausenraum. I hope you learned your lesson. Oh, I certainly did. Next time I'll get it right. Ouch. Na, das ist ja crazy, man kann ja theoretisch so rumrollen. Ich verurteile dich, wenn du das wirklich machst. Okay, gut, ich hab grad schon befürchtet, dass du willst, dass ich das mache.